Das Labor ist kein Rathaus. Sehr geil. Sag nicht, der ist auch. Haha, sehr geil. Sehr geil. Das musste er erst mal bringen und hat abgebrochen. Nein! Er hat nicht wirklich. Nein! Hallihallo Leute, hier ist der Gusor wieder. Es gibt Fail Attacks, aber das sieht eher nicht nach einem Fail Attack aus, sondern 1,2 Millionen Ressourcen ist natürlich kein Fail. Gucken wir mal, was der Felix hier abliefert. Er hat halt die Chance genutzt zu sagen, gut, okay, komm, wenn ich in Gusor Videos nicht reinkomme, dann klären wir das anders. Aber das wird sich auch noch anderweitig klären. Und zwar hat Nova dafür einen extra Clan nochmal erstellt und dann geht sowas nicht mehr schief mit, nicht mehr reinkommen und so weiter und so fort. So, mal gucken. Also bis jetzt ist es ja noch wenig. Mal gucken, ob du einen Fail draus machst oder nicht. Mal gucken. Also jetzt musst du dir halt irgendwo sicher sein, was könnte ich machen? Was möchte, beziehungsweise was möchte ich mit dem Angriff erreichen? Will ich Gold, will ich Elixier oder will ich's Dunkle? Klar. Aber ja, ich meine, so fail ist das nicht. Also, das passt schon. Und jetzt denke ich mal, die Queen wird hier, denke ich mal, sich noch ein bisschen was vom Alex auch genehmigen. Ah, nee, okay, die geht auf die Death. Aber sie ist noch zu ragen. So, und dann, ja genau, ganz genau, da sogar noch was. Also, so failmäßig ist das gar nicht. Das ist schon ganz cool gelaufen. So, weiter geht's. Wir haben ja keine Zeit. Mohammed hat angegriffen und vollkommen richtig, vollkommen, also wie gesagt, ist natürlich eigentlich für den Clan selber eigentlich nicht richtig, aber er hat die Chance halt genutzt. Aber sind wir mal ehrlich, die Base ist natürlich für den Angriff vollkommen, beziehungsweise für den Clan vollkommen richtig, weil ist kein Fail Attack, sondern einfach mal eine Fail Base. Und der hat dann natürlich auch gut Loot und den darf man dann natürlich auch komplett zur Strecke bringen, natürlich. Ist natürlich geil, dass das auch wirklich so schön auf die Ecke konzentriert war und nicht noch hier irgendwo was war. Somit kannst du das mit den Barbaren alles komplett klar machen und läuft auf jeden Fall. Richtig geiles Ding. Wenig Ressourcen verballert, richtig viel bekommen. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich gucke jetzt mal rein. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Er ist ein kleiner Batman-Fan, Batman-Fan, Batman-Fan und der Guso hört jetzt auf zu singen. Und er ist gerade im Request and Leave, also er wird sich pokalmäßig, nicht pokalmäßig, sondern levelmäßig ein bisschen pushen wollen, weil ich würde auch sagen, dass du da schon einiges immer geschoben hast, hin und her mit, ja genau, hier, da seht ihr es, 83.000. Mein Tipp an dich, du kannst natürlich das immer in dem Bereich machen, dass du sagst, gut, okay, komm, ich schiebe natürlich Level 3 Truppen hin und her und jeder andere freut sich, der da relativ low ist, klar. Du kannst es aber auch so machen, du kannst das Ding auf die Spitze treiben und sagen, gut, okay, kommt, das ist hier jetzt, was weiß ich, mein zweiter Account oder wie auch immer und ich will möglichst schnell leveln, dann würde ich es doch eher so machen, klar, ich meine, du kannst leveln, kannst du da natürlich im besten Bereich, klar, relativ low Troops und fertig, aber du könntest den anderen natürlich auch noch einen Gefallen tun und sagen, gut, okay, komm, ich mach mal kurz Rathaus 10, klar, und dann kann ich natürlich dann auch noch bessere Truppen machen. Aber die kosten natürlich dann auch wieder mehr. Aber wie gesagt, ansonsten passt das. Ja, da braucht man nicht wirklich viel dazu sagen, weil wir sehen es ja eben im Bereich Town Hall 6 ist das nicht alles. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass das wirklich direkt zum Truppenspenden ist. Weil sonst würde man natürlich sagen, gut, okay, Magierturm 2, Magierturm 1 mit Level 71, mal schauen, wie schnell du es erreichst, dass du auch, ich sag mal jetzt nicht Level 300, aber dass du in Level 150 zum Beispiel bist. Na, obwohl das auch noch relativ krass. Level 100, meld dich nochmal, wenn du Level 100 bist, würde ich gerne mal schauen, wie viel du dann gespendet hast. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten grundsätzlich, diese Batman Basis ist ja immer so eine Sache. Ich bin grundsätzlich gar kein Freund davon. Yeah.
weil die Batman-Base halt nicht wirklich viel bringt. Na, hättest du fast noch hinbekommen. Das kann man schon fast noch als Fail-Attack sehen, aber das war eine Verteidigung. Und derjenige, ja, das ist gar nicht so verkehrt gelaufen, sag ich mal. Aber du hast ja relativ viele Sachen noch verloren. Aber ich guck mal gerade, im Gnadenlos soll ich da mal reingucken. Ja, komm, dann gucken wir mal. Lokal, logisch. Für deine Clan-Region kann. Schade. Okay. Aber gucken wir mal. Ich denke mal, so weit unten werden sie nicht sein. Ich denke mal, da. So, und dann haben wir hier den Max. Gucken wir mal, ob wir da einen Max haben. Nee, Max ist leider nicht drin. Und das ist definitiv der Top-Account. Also, beziehungsweise der Top-Clan. Schade, ist ja gerade nicht drinne, obwohl er das ja erst vor 5 Tagen gepostet hat. Also, gnadenlos Name Base. Okay. Ja, ich bin heute wieder so ein bisschen durcheinander. Ich habe gerade das Video gemacht zum Gem Glitch und das habt ihr dann schon vor ein paar Tagen gesehen. Aber das wollte ich euch halt nicht vorenthalten. Da haben wir gnadenlos. Und sein Name ist. Meint er vielleicht. Hat er sich vielleicht verschrieben, dass er Haze meinte? Ich glaube, er hat sich verschrieben. Ich gucke mir jetzt einfach mal Haze an. Oder Hase. Kann ja auch sein, dass es Hase heißt. Ihr kennt doch das mit den Brathering zum Beispiel, wo man sich davor setzt. Brethering, Brethering, was heißt Brethering? Und dann, ah, Brathering. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dazu kann ich nichts sagen. Weil Level 163 und ich. Sagt dann, ja, naja, da könnte man ja das und das und das und das anders machen, dann wäre das irgendwie ein bisschen komisch, weil es ist einfach so, du wirst damit die Erfahrungen gemacht haben. Ich will aber mal gucken. Genau, hier ist das nämlich auch so. Das scheint wirklich eine richtig gute Sache zu sein, sich gegenseitig anzupusten. Und das hatte Diesejax nämlich in einem der letzten Videos auch mal gesagt. Scheint ja wohl zu laufen, auf jeden Fall. Ansonsten wirklich wäre es eine reine Anmaßung von mir zu sagen, hier, warum hast du das so, warum hast du das so? Ich weiß es noch, als ich das bei Mohammed Mahas Clan mal gemacht habe und da ja richtig daneben gelegen habe, weil ich das mit Champion, beziehungsweise in dem Fall ja sogar Titan Liga echt. Ja, das ist eine Anmaßung. Also, und ich kenne mich in dem Bereich einfach null aus. Von daher kann ich nur sagen, ja, okay, wird da alle Sachen gemaxt haben? Ja, wird passen. Gut ist, bei den Mauern bist du noch nicht komplett dabei. Bloß wie gesagt, das wird ja eh komplett verändert durch den Erdbebenzauber. Sind wir mal ehrlich. Was ich aber richtig gut finde, ist, dass du die Mauern, die du hier jetzt sozusagen noch aufgebaut hast, eben nicht die Elva genommen hast, sondern die Elva hier drin hast. Aber ansonsten passt. Also wie gesagt, guckt euch meine Base an. Dazu jetzt zu einem Max-Account was zu sagen, ist, glaube ich, ein bisschen Quatsch. Julia hat eine Verteidigung gepostet und hat dazu geschrieben, Fail. Gucken wir mal, was der Rodin da reinhaut. Ob das Fail ist. Zack, richtig geil. Er hatte ein bisschen Mauerbrecherüberschuss. Kann das sein? Und du hattest natürlich, das ist natürlich ein Riesenvorteil, du hattest richtig fette Barbaren in der CB und dann ist das wirklich besonders am Anfang kriegsentscheidend. Wenn du am Anfang in einem guten Clan bist, der dir richtig gute Truppen spendet, das ist richtig, richtig viel wert. Damit kannst du auch jede Menge gute Verteidigungen machen. Ganz klare Geschichte. Das war richtig Fail für den Gegner, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, Julia. Connection lost.
fragt man sich öfter mal. Das stimmt. Das ist wichtig. Köhne, haut raus. Und der Gegner hätte hier jetzt eine schöne Go-Wiwi raushauen können. Drop die Golems. Hexen auch noch. Okay. Dann wären ja jetzt nur noch die Packers. Na, dann ist ja nicht mehr viel. Also viel mit Connection Lost kann ja nicht mehr sein. Es sei denn. Ja, der Gegner hat halt Pech, dass die Packers außen rum gerannt sind. Ja, aber ich denke auch, wenn jetzt nichts mehr kommt, wird es definitiv ein Connection Lost gewesen sein, ganz klar. Weil du setzt dich ja nicht hin und sagst, ach na ja, ich habe hier zwar noch die sechs Magier und die sechs Mauerbrecher, aber das war's dann. Klar, Glück für dich auf jeden Fall, weil ich denke mal, in den Bereich wäre ja noch vorgedrungen mit der Go-Wipe oder Go-Wee-Wee. So, aber freut man sich natürlich immer, klar. Gerusht, aber nice. Gucken wir mal. Ja, ein bisschen gerusht, wa? Also ich würde sagen, das ist so wie meine Base. Also nur mal so als Tipp. So sah meine Base am Anfang auch aus. So gerusht war ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich bin ein Rusher. Auch wenn man es jetzt nicht mehr denkt, weil ja wirklich jetzt schon knüppelhart gemaxt wird, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe ganz, ganz schlecht angefangen. Muss man echt sagen. Aber ist ja auch schön, wenn man immer sieht, dass sich ein YouTuber verbessert. Und ich hoffe, der stetige Verbesserungsprozess ist bei mir zu sehen. So, ich denke mal, hier Queen regelt wieder richtig schön auf jeden Fall. Der X-Bow geht gleich auch down auf jeden Fall. Da sagt die Queen sich auch, hey, ist mir egal. Junge, man kann sie zwar nicht ragen, weil sie auf 4 ist, aber sie kriegt trotzdem schon richtig was gerissen. Einwandfrei. Vielen Dank, John Boy. Eine Verteidigung. Gucken wir mal, wo derjenige angreift. Ah, okay, hier ist schon mal falsch, dass er die Mauerbrecher einfach mal so vorgeschickt hat. Kann man natürlich machen. Man kann auch einfach erstmal da einen Blitz setzen. Geht. Alter, ich gucke einfach mal auf die Ressourcen. Und man weiß ja jetzt so ungefähr, was er schon ausgegeben hat. Ah, er hat noch ein bisschen was. Ja, okay. Jetzt scheint sich das Blatt hier noch so ein bisschen zu wenden, weil ich hätte nämlich gedacht, oh, der holt ja gar nichts mehr. Aber da holt er ja doch noch ein bisschen was. Aber lohnenswert kann man auf keinen Fall sagen. Also war schon ein richtiger Fail. Aber ich habe schon, also selbst ich habe schon noch krassere Fails gehabt, muss ich ja auch schon mal sagen. Aber natürlich einfach erstmal schön zu blitzen oben ist ja nun mal wirklich Quatsch. Loot gefunden, nur Truppen für ein Rathaus mit und dann noch falsch beendet. Uiuiuiuiui. Aber warum? Ich meine, du hättest theoretisch. Ich meine, ganz ehrlich, die paar Drachen hättest du hier noch langlaufen lassen können. Ich meine, auf zwei kosten sie nicht so viel. 29.000 haben wir uns ja gemerkt. Da hättest du theoretisch hier noch machen können. Also, war in dem Fall wirklich ein Fail? Klar, du hättest noch mehr rausholen können. So, Spirit Knight. Da ist und bleibt mein Delex. Ich würde mal sagen, dann wurde es wohl ordentlich verteidigt. Und ich kriege eine Nachricht. Bin ich gespannt. Also das Rathaus ist für mich uninteressant, klar. Ja, sehr geil. Erstmal schön in der CB die Kobis gehabt. Ja, klar.
Der hat aber auch den Heil, den droppe ich einfach mal hier hin und dann ist das halt so. Also ich würde auch sagen, der hat einiges falsch gemacht, ja. Das ist natürlich besonders geil. Also das ist noch besser als ein richtig, also als ein richtig guter Angriff, sag ich mal. Klar, wenn er natürlich mega fett ist, dann hat man den natürlich auch lieber. Aber ansonsten, wenn ich jetzt wirklich sehe, ich habe richtig geil verteidigt, dann finde ich das irgendwie noch besser als ein normaler Angriff. Wie sieht denn das bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Und weil wenn ich sehe, oh cool, der hat sich richtig schön die Zähne an meiner Base ausgebissen, finde ich mega geil. Auf jeden Fall. Das Labor ist kein Rathaus. Sehr geil. Sag nicht, der ist auch. Haha, sehr geil. Sehr geil. Das musste erst mal bringen und hat abgebrochen. Nein! Er hat nicht wirklich. Nein! Oh, ich meine, es ist nur im Goldbereich, aber das wäre doch so geil, wenn das im Kristall- oder im Meisterbereich gewesen wäre. Richtig geil. Mau, richtig geil. Richtig geiles Ding. Finde ich übel. Finde ich richtig übel. Ihr seht, oh ja. Alter, krass. Also ich sehe, ich muss öfter mal in den Clan reinkommen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Aber glaubt mir mal, es ist, mal gucken, wie sich Mau schlägt. Aber es ist, wenn man Kobis dabei hat, ist es noch eine coole Nummer. Aber ansonsten, man denkt, oh hier, total easy, total easy. Das Ding kann schon mal richtig in eine Hose gehen. Glaubt mir mal. Genau, vollkommen richtig. Er wollte das Dunkle klar machen, gut ist. Sehe ich ganz genauso. Genau hingucken, was will man haben, was braucht man. Jetzt Rathaus noch. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie das hier läuft. Jetzt, da genau, da ist jetzt die Möglichkeit für die Kobis gewesen. Ich denke auch, das sieht knallhart nach, ich brauche das Dunkle aus. Ganz klare Sache. Ja, sehr geil. Und dann geht der King noch einmal rum und macht da einfach mal klar Schiff. Ganz klare Sache. 4,8K. Richtig nice. Genau das gezogen, was man haben wollte. Einwandfrei. Also da sieht man wirklich, der Mau wusste auch genau, was er haben wollte. Ganz klare Sache. Hier auch nochmal mega geil. Nur der KSC. Ja, mit Luckys ist es immer so eine Geschichte, wenn man die halt wirklich in der Traube droppt und dann wirklich eine Luftmine kommt, ist dann nicht so lustig. Jetzt haben wir noch ein paar Dragon. Und wir haben auch noch einen 10er King. Sehr cool. Wenn da immer ein Rage noch über ist, ist das beim Drache natürlich auch eine richtig coole Nummer. Und jetzt müsste bald der King ins Spiel kommen, wenn noch was gehen sollte. Und dann würde ich den hier hin droppen. Weil das wäre halt noch easy money. Ah, okay, da macht er die CB hin. Genau. Ja, und dann ist da ja nichts mehr. Ja, klar. Dann kann man sich das sparen. Nice Raid. Eine Million. Über eine Million. Einwandfrei. Geiles Ding. Na, ich würde einfach Heureka los, drauf, los. Immer schön raufshooten. Weil ist beim bei de in dem Bereich definitiv machbar. Ah, ich sehe gerade, Fred ist online. Ja. Sehr geil.
Sehr, sehr geiles Ding. Cooler Raid. Aber das hat sich doch gelohnt, der Abstecher nochmal. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder einmal Spaß. Ciao, ciao.